Und da sind wir auch wieder zu einem weiteren Abenteuer in Ocarina of Time. Wir müssen jetzt zum nächsten Dungeon, beziehungsweise die Höhle freimachen. Ich habe gerade gesehen, hier ist noch was. Was ist denn das? Ich stehe hier, um die Donnerblumenschatten zu spenden. Möchtest du mich etwas fragen? Über die Höhle. Ist dir auf deinem Weg hierher die Höhle aufgefallen? Die ist Dodongos Höhle. Weil es im Inneren nur wenig Licht gibt, wachsen dort sehr viele Donnerblumen. Okay. Ich habe aber gerade gesehen, hier ist ja auch eine Donnerblume. Ich glaube, muss man hier runterkippen. Wie? Nein! Okay, gut. Wenn ich jetzt den Gang nicht gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich geradeaus gelaufen. Ja, hätte dann vor der Höhle gestanden. Komm, das muss reichen, das muss reichen. Jawohl. Sehr schön. Dann machen wir uns jetzt auf zur Höhle. Ich bin gespannt, was jetzt da gleich passiert oder was uns erwartet. Freue ich mich schon drauf. Wir haben volle Herzen, wir haben Deko-Nüsse, Schleuder und so weiter und so fort. Und es wird auch jetzt langsam dunkel. Aber das ist nicht schlimm, wir sind jetzt sowieso gleich in der Höhle und... Oh, oh nee, hier sind wieder diese Springdinger. Was ist denn das? Hier ist ein Loch in der Erde. Ob man wohl etwas einpflanzen kann? Ah, okay. Sind wir jetzt schon drin, oder? Nee, irgendwie ja noch nicht. Ja, diese Musik. So finster und diabolisch. Dodongos Höhle. Wir haben den nächsten Schrein betreten, nächsten Dungeon. Und ich bin mal gespannt. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken, wie wir hier langkommen. Sieht aus, als wäre hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, sowieso. Aber da ist irgendwas. Oh, was ist denn das? Ich geh einfach rein. Oh. Ich geh einfach mal hier ziel lang, link. Dieses Geräusch, ne? Ich sehe aber, hier sind überall solche Sachen. Also so eine komischen Statuen oder was das ist. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn die mich sehen! Oh. Nee, ich warte jetzt diesmal. Boah, das war jetzt aber knapp gewesen. Na komm schon. Warten mal, bis es ganz oben ist. Und jetzt. Oh, da ist ja noch so eins. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Bringt das was? Ja, es hat was gehört. Ach, da. Hab gerade gesehen, also da oben kommen wir nicht drauf. Okay, nehmen wir einfach mal hier mit. Und da drüben sind auch noch zwei. Ist ein Eisentor, eine Riesenstatue und ein Weg nach oben, okay. Was ist denn das?
Ein Baby-Dodongo. Vorsicht, er springt dich an. Hast du ihn bezwungen, explodiert er. Okay, danke, Navi. Okay, er hat seinen Freund gerade mitgenommen. Immerhin. Oh Mann, wie viel gibt's denn man hier von? Das auch nochmal was? Das auch nochmal was? Blödspring! Blödes Vieh. Was ist denn das? Okay. Gut, bevor ich aber das mache, will ich einmal versuchen, diese komischen Baby-Dinger hier an die Tür zu locken. Genau. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Kann ich hier durch? Okay, hier ist ein Raum mit... Ach so, deswegen. Oh, sehr schön. Ja, ich komme da nicht dran. Das ist ja Beschiss. Mist, wie komme ich denn da jetzt dran? Moment, wir regeln das anders da. Du hast eine goldene Skottola zerstört. Mal wie der Link guckt. Aber immerhin, kreativ. Nee, nee, jetzt brauche ich euch nicht mehr. Ich habe jetzt das, was ich wollte. An der gleichen Stelle schon wieder, ne? Okay, jetzt ein Schalter. Okay. Muss ich die hier irgendwie schieben oder so? Achso, okay. Ich hoffe nur, dass der andere sich nicht bewegt. Das wäre nämlich jetzt nicht so toll. Ich bin mal gespannt, was hier das nächste Dungeon-Item ist. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Die Tür hat sich geschlossen, das heißt... Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Willst du mich veräppeln? Komm her! Moment, da sind zwei Fässer, die muss ich mir natürlich bewahren. Ich denke mal, dass die kurz vorm Abnudeln sind, denn die hauen die nämlich die ganze Zeit ab. So, Nummer 1 ist schon mal weg. Wo ist der zweite? Na, wo versteckst du dich? Stopp, ey, hör mal. Ungeschafft. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Okay. Was ist denn bitteschön das?
Warte, wir können gleich miteinander spielen. Ich muss nur kurz die Tür hier wegsprengen. Ja, so hätte ich das jetzt auch gemacht. Nimm die Donnerblume! So viele Eingänge, so viele Türen. Schon wieder so eine Pflanze. Ein reicher Laubkerl. Kommst du ihm zu nah, verschwindet er im Laub. Aber bist du geschickt kannst, hat er etwas für dich. Ja, ja. So. Du hast gesiegt. Lass mich dir einen Deko-Stab anbieten. Ein Stück kostet 15 Rubine. Nein, danke. Ich habe genug dabei. Ups, dann verschwinde. Ist besser. Ist mir denn doch ein bisschen zu teuer. 15 Rubine für einen Deko-Stab? Naja. So, mein Freund. Was kann ich mit dir hier machen? Oh. Aha. Was, der ist nicht gestorben? Naja. Okay, jetzt aber. Oder? Oh, stimmt, die explodieren ja irgendwie. Aber ich höre, hier ist noch einer. Dann kann der ja nur auf der anderen Seite sein. Ein Dongo greift an. Achte auf seine feurigen Atem. Ja. Gut. Wir gehen einfach immer nach hinten und dann hat sich die Sache mit dem. Ich habe gerade gesehen, da sind zwei Feuerstellen. Werde ich jetzt mal aktivieren. Vielleicht passiert ja irgendwas. Eins. Zwei. Drei. Achso, da öffnet sich die Tür. Na, okay. Keine Ahnung, ich mache den jetzt auch mal weg. Vielleicht kriege ich ja irgendwas. Aber auch nicht. Na komm. Hast es ja gleich hinter dir. Jawohl. Naja, immerhin Herzen. Sonst ist ja auch nichts mehr. Nee, gut. Ah, da ist ja der Schalter, wo wir eben gesehen haben, wo wir nicht reingekommen sind. Was passiert jetzt? Eine Eisentür hat sich geöffnet. Ah, da drüben. Sehr schön. Oh nee, jetzt guckt mich wieder dieses komische, was auch immer das ist. Nein! Oh. Oh, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen warten, bis das Steinchen noch mal nach oben schießt. Ich würde mal sagen, zuerst mal die Wand wegspringen, um da zu gucken, was hier drin ist. Oder was sich dahinter verbirgt. Muss gar nicht so komisch gucken. Oh, eine Truhe. Ich bin jetzt gespannt, was drin ist. Und es ist... eine Labyrinthkarte. Gut. Naja, immerhin besser wie nix. Können wir hier drüben auch schon rein? Weiß gar nicht, was hier ist. Nein. Komm, guck raus.
ich gebe auf. Wie wär's, wenn ich dir ein Deko-Schild verkaufen würde? Er kostet 50 Rubine. Nee, ich hab doch einen. Dann gehen wir jetzt mal durch die Tür. Weil die anderen zwei Bereiche haben wir jetzt hier gemacht. Haben die Wand weggesprengt und den Deko. Er besiegt. Atros, wollte ich gerade sagen. Ist aber eine Menge. Ich leg die jetzt mal hier hin. Okay, es passiert rein gar nichts. Ach so, man muss. Ah, anscheinend muss man die gleichzeitig zerstören. Ja, Moment, dann machen wir gleich. Guck erstmal, was hier drin ist. Okay, die Tür hat sich geschlossen. Oh, da ist eine Truhe. Aber ich komme nicht dran. Mensch, ich will die Truhe haben. Ein Amos-Ritter. Stopp ihn und zerstöre ihn dann. Ja, und wie? Moment. Wir versuchen es nochmal mit... Also ich soll... Okay, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, muss ich einfach nur die Bomben dahin werfen. Hat's geklappt? Ja, okay, super, es hat geklappt. Nur jetzt wird's spannend, was ist denn jetzt drin? Und? Ein Kompass. Mensch, ich will das Dungeon-Item haben. Ah ja, jetzt sind sie weg. Ich wollte eigentlich nur mal gerade was gucken, aber da ist nichts. Okay. Ja, ich muss ja ab und zu mal ein bisschen nach den Skodolas Ausschau halten. Die könnten nämlich überall sein. Boah. Also, wie macht man das hier am besten? Ich leg's jetzt mal hier hin. Ich hoffe, dass es klappt. Jawohl. Wir haben das Rätsel gelöst. Jetzt können wir auch hier hochgehen. Was war denn das jetzt? Nein! Ach, Link! War gerade die Musik von einem Monster, dass irgendwas in der Nähe ist, aber ich habe jetzt gar nichts gesehen. Ist aber auch nichts. Okay. Nee. Verstehe ich nicht. Ah, ich höre eine Skortula, aber wo ist die? Wo ist die? Skortulänchen, wo bist du? Boah, das waren aber jetzt viele Rubine.
Da ist doch keiner, oder? Was ist denn das? Das ist eine normale. Aber ich höre noch eine. Ah. Wie soll ich jetzt bitte schön da dran kommen? Ach so, okay. Da komme ich nicht lang, also muss ich hier lang gehen. Muss ich da irgendwas aktivieren? Nein! Was? Ich habe mein Schild verloren. Deswegen hat er mich gefragt, ob ich ein Deko-Schild haben will. Och, Mist. Hau ab! Das ist jetzt... Also das heißt, ich muss doch nachher zu ihm und kaufe mir natürlich das Schild wieder. Komme jetzt nämlich so nackt vor ohne Schild. Hab zwar noch das andere Schild, aber... Jo. Was ist denn das? Achso, das ist hier so Flattermaus. Hopp! Ich hoffe, dass ich da rüberkomme. Oh, gut. Was war denn? Oh, was ist denn das? Oha! In diesen schmalen Gängen weiß man nie, was sich hinter der nächsten Ecke befindet. Drücke Z, um immer in die richtige Richtung zu schauen. Praktisch nicht wahr? Nee, nicht wirklich. Ach nö, da ist ja so eine Wand vor. Da ist eine Blume und eine Kiste. Ach, Link, ey, echt jetzt? Oha. Ich dachte, ich könnte da jetzt... So, dann schieben wir das mal wieder zurück. Na komm, das muss doch klappen. Jawohl! Sag ich doch, 99 Rubine, mehr können wir leider nicht tragen. Jawohl, beim ersten Mal direkt. Aber da hinten ist noch eine Kiste. Ich will wissen, wie ich da dran komme. Beziehungsweise, was dort ist. Aha. Müssen wir also mit einer Bombe hin. Ich versuche jetzt mal was. Entweder es klappt oder es klappt aber auch nicht. Jetzt habe ich natürlich mehr Anlauf. Puh. Komm, Link, mach.
Nee, das klappt nicht. Scheiße. Okay. Dann komme ich doch durch einen anderen Weg daran. Mensch, man darf immer was ausprobieren. Was ist denn das? Okay. Ha, gut. Was ist denn jetzt? Oh nein! Haut ab! Haut ab! Boah, nicht schon wieder. Ah, ich hab gar kein Schild. Scheiße. Ich benutze jetzt mal das andere Schild, das Hylia-Schild. Nein, nein, der haut jetzt zu und ich drücke. Ah, das geht auch. Schau doch auf zu hauen, du. Komm her und kämpf wie ein Mann. Oder wie eine Hexe. Ein Exodorus, ja. Muss ich gucken, wer wäre hier. Nein! Boah, das ist dabei jetzt aber. Na komm, na komm! So, na einmal, dann müsste der wechseln. Jawohl! So, jetzt bist du ganz alleine. Komm, schlag zu. Laufen wir jetzt quasi mit einem etwas zu großen Schild rum. Mal gucken, was hier ist. Ach, das ist der Bereich von... wo wir eben schon mal gegen die zwei gekämpft haben. Eben schon mal, genau. Ich gehe jetzt aber nicht zurück, oder? Nee. Ja, der Dungeon hier ist ein bisschen größer wie der letzte. Ah, jetzt bin ich in dem Bereich. Aber ich sehe hier keine Bombe. Aber dafür eine Kiste. Was haben wir drin? Ich bin gespannt. Eine Bombentasche, jawohl. Darauf habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet, dass wir endlich die Bomben haben.